Hallo, liebe Yogi-Freunde, wir sind am Tag 4 angekommen. Herzlichen Glückwunsch, dass du es bis hierher geschafft hast. Richtig gut. Das nenne ich mal Commitment. Und wenn du dazwischen einen Tag Pause gemacht hast, dann sagen wir einfach nichts. Ist auch voll okay. Wir schauen uns heute deinen Rücken ein bisschen mehr an, und zwar Übungen, die du für deinen Rücken machen kannst, um ihn zu stärken, zu mobilisieren, sodass Verspannungen sich lösen und vorgebeugt werden. Komm dafür bitte auf deine Matte und komm mal auf alle Viere. Wir starten direkt mit einer ganz gemütlichen Übung, die haben wir schon öfter gemacht, einmal erst gemacht am Tag 2, und zwar Cat-Cow. Tag 1, wurscht. Spreiz mal deine Finger weit auf, fächer sie auf und schau, dass du gleich viel Abstand hast zwischen allen 10 Fingern. Also nicht den Daumen und den kleinen Finger mehr wegspreizen als die anderen. Okay. Die Hände stehen unter den Schultern, die Knie stehen unter den Hüften. Und dann versuch hier mal den Boden ein bisschen wegzudrücken und mach dich rund. Spür, wie du das Becken bewegen kannst, und wenn du das Becken fest so einrollst, wie ich das gerade mache, dann wird der Rücken automatisch rund. Bauch mal ein bisschen einziehen, lass den Kopf locker hängen. Und jetzt spürst du vielleicht schon, wie die Schulterblätter auseinandergehen und wie das sich manche Verspannungen bemerklich machen. Bemerkbar. Wenn ich viel im Auto sitze oder viel am Computer sitze, dann habe ich das auch, besonders im Schulterbereich. Je mehr Yoga ich mache, je stärker die Muskeln werden, desto eher verspannen sich Muskeln nicht. Das heißt, man beugt gut vor. Und wenn man sie ein bisschen trainiert, diese Muskulatur, dann werden sie auch wieder durchblutet. Und dann lösen sich Verspannungen. So, jetzt sind wir hier mal ganz rund. Und dann versuchst du das Becken, deine Hüften, in die andere Richtung zu bewegen. Und zwar machst du so ein bisschen ein Hohlkreuz. Ja, okay. Für unsere Freunde aus Deutschland, bitte verzeiht mir meinen österreichischen Dialekt. Ich versuche ihn ein bisschen zu vermeiden, aber ganz lässt es sich nicht wegbringen. Zieh mal die Schulterblätter nach hinten und unten und mach den Brustkorb groß. Schieb den Brustkorb nach vorne und oben. Den Nacken nicht einsinken lassen, sondern drück dich hier wieder raus. Stell dir vor, du machst dich ganz groß und stolz. Und dann kannst du noch mit den Händen in die Matte leicht nach hinten ziehen, zu den Knien. Das heißt, du ziehst mit den Händen zur Richtung Knie, ohne dass die Hände sich bewegen. Dann spürst du vielleicht ein bisschen mehr im mittleren Rücken. Atme hier tief ein, ausatmen, runden Rücken, Bauch fest einziehen, schieb den Boden weg. Einatmen, schau wieder nach oben, das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Ausatmen, runden Rücken, Bauch fest. Versuch deine Atmung mit der Bewegung zu koordinieren. Einatmen, schau wieder nach oben, zu synchronisieren. Ausatmen, runden Rücken. Die Atmung bestimmt dabei die Bewegung. Einatmen, schau wieder nach oben, leichtes Hohlkreuz. Ausatmen, runden Rücken, Bauch fest einziehen, schieb den Boden weg. Und dann, kleine Challenge, stell deine Füße um und lass die Knie über dem Boden schweben für 5. Das haben wir auch schon mal gemacht. Minimaler Unterschied, minimale Änderung im Körper, maximaler Effekt. 4. Schieb die Hand gleichmäßig in den Boden rein. 3. Atme tief weiter. 2. Noch ein tiefer Atemzug. Halte durch. 1. Und Knie wieder zum Boden. Jetzt stell deine Füße um und bring die Füße zusammen. Bring die Knie zusammen. Versuch dich hier ganz vorsichtig nach hinten zu setzen. Auf deine Fersen. Das fühlt sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Wenn es zu viel ist, bring ein bisschen mehr Gewicht nach vorne Richtung Knie. Wenn es irgendwie geht, versuch hier aufrecht sitzen zu bleiben. Alle 10 Zehen, auch der kleine, sind umgestellt. Und dann bring deine Hände zusammen, mach eine kleine Faust und dann beweg mal deine Hände in einem Kreis. Andere Richtung auch. Und Seiten wechseln nochmal. Wenn du schon die Schienbeine jetzt spürst vom Sitzen auf den Fersen, dann machst du es richtig. Spann das Gesäß ein bisschen an, drück zur Mitte, drück fest zusammen. Mit der Einatmung heb die Arme, mach dich groß. Mit der Ausatmung dreh dich hier einmal nach rechts. Halte durch, wenn es irgendwie geht. Das ist eine wunderbare Dehnung für die Fußsohle, für die Schienbeinmuskulatur. Die wird aktiviert. Mit der nächsten Einatmung komm zurück zur Mitte, streck die Arme hoch. Ausatmen, dreh dich nach links.
Streck die Arme groß auseinander. Mit der nächsten Einatmung komm wieder hoch, mach dich groß. Ausatmen, roll nach vorne, stell die Hände wieder unter die Schultern. Streck einmal das rechte Bein nach hinten, beweg den Fuß ein bisschen, schüttel ihn aus vielleicht. Und das andere Bein auch, das soll sich gut anfühlen. Okay. Okay, meine Lieben, dann wander mit den Knien ein bisschen zurück und mit den Händen weiter nach vorne. Und diesmal lässt du den Brustkorb sinken. Dann kannst du entweder die Arme oder die Stirne zum Boden bringen. Das ist nicht Child's Pose. Die Hüften sind immer noch über den Knien. Du versuchst eine Rückbeuge zu machen, also den Brustkorb Richtung Boden sinken zu lassen. Und dann solltest du eine angenehme Öffnung spüren im Schulterbereich. Leg den Kopf vom Boden ab, wenn es irgendwie geht. Und auch wenn die Position vielleicht etwas unangenehm ist, versuch, unangenehm soll sie nicht sein, ein bisschen eine leichte Dehnung, auch wenn das hier vielleicht nicht eine Einschlafposition ist, sagen wir so, versuch Entspannung zu finden. Bleib ganz ruhig. Noch ein tiefer Atemzug hier. Und dann lass deine Unterarme so, wie sie sind, am Boden. Und komm hier langsam hoch. Bring Bauch und Hüften zum Boden. Sphinx Pose. Schau jetzt mal, dass deine Ellbogen unter den Schultern sind, wenn sich das nicht ausgeht. Wenn das zu viel, wir sagen in Österreich, das geht sich aus. Wenn das nicht geht, wenn das zu viel Rückbeuge ist, dann öffne die Ellbogen ein bisschen weiter. Und mach die Rückbeuge hier kleiner. Egal was du machst, spann deine Beine fest an. Schieb die Füße in den Boden rein. Richtig fest die Zehenspitzen. Spür, wie die Oberschenkel sich vorne anspannen. Versuch ein Loch mit den Füßen im Boden zu machen. Und dann zieh mit den Armen ein kleines bisschen nach hinten und mach den Brustkorb groß. Sehr gut. Schulterblätter ziehen nach hinten und unten. Atme hier 5 Atemzüge. Einatmen. Ausatmen 1. Einatmen ruhig, ausatmen 2, einatmen tief, ausatmen 3. Wenn du schneller oder langsamer atmen möchtest, ist das total okay. Ich zähle nur einen Rhythmus, 4 und ein letzter tiefer Atemzug und 5. Und dann komm hier langsam wieder runter, ein bisschen nur. Stell deine Füße um, lass die Knie am Boden und jetzt aktivieren wir ganz fest unsere Bauchmuskulatur und schieben uns einmal hoch in einen Plank Pose auf den Unterarmen. Plank, wissen wir noch, heißt Brett. Ich weiß, Plank ist so ein bisschen eine mühsame Position, weil man schaut nur auf einen Punkt am Boden und es ist ziemlich anstrengend. Ja. Für diejenigen von euch, die das hier leicht finden, können versuchen, die Knie wegzuheben vom Boden. Plank stärkt wunderbar den ganzen Körper und stärkt auch unsere Willenskraft. Okay, du kannst es. Bauch fest einziehen. Versuch nicht nach unten durchzuhängen, drück dich lieber hoch. Bauch fest, jetzt versuchen wir so ein paar Mal so eine kleine Wippe zu machen. Bauchspannung halten, langsam nur die Hüften runtersinken lassen und den Brustkorb nach vorne schieben. Einatmen, fast bis zum Boden. Ausatmen, drück dich wieder hoch. Einatmen ein bisschen tief. Ausatmen, wieder hoch. Gerne auch mit den Knien am Boden. Einatmen, Brustkorb sinken lassen, nicht ganz bis zum Boden. Ausatmen, hoch. Einatmen, tief. Ausatmen, schieb dich raus. Noch dreimal. Einatmen ein bisschen tiefer, das ist anstrengend, das ist okay so. Ausatmen, hoch. 1, gewollt. Einatmen, tief. Ausatmen, hoch, 2, bauchfest einziehen. Letztes Mal, langsam, einatmen, Brustkorb groß. Ausatmen, hoch. Letztes Mal, einatmen, jetzt kommst du ganz runter zum Boden. Ausatmen, leg dich flach auf den Boden. Du kannst die Hände übereinander stülpen und die Stirn auf deine Hände drauflegen. Lass los. Dann bring mal das Kinn wieder nach vorne auf die Matte und bring die Arme nach hinten, die Handflächen schauen zum Boden.
Schieb die Füße in den Boden. Mit der Einatmung hebt den Oberkörper ein bisschen hoch und mit der Ausatmung komm wieder runter. Das machen wir noch viermal. Einatmen hoch und ausatmen runter. Einatmen hoch, Beine fest anspannen, ausatmen runter zwei, einatmen tief, ausatmen drei. Ganz egal, wie hoch du kommst, einatmen hoch, ausatmen vier. Dann heb mit der Einatmung die Arme und die Beine auch weg vom Boden. Und es ist komplett egal, wie hoch du hier kommst, okay? Wirklich wurscht. Schau auf einen Punkt, spür die Rückenmuskulatur arbeiten, spann die Gesäßmuskeln ein bisschen an, fest. Und dann schau, dass die Füße nicht zu weit sich öffnen. Du kannst sie mal schließen und dann nur ein paar Zentimeter öffnen. Mach den Brustkorb stolz und groß. So ein bisschen Titanic-Feeling. Kennst du das? Titanic, wo sie vorne an der Reling steht, Brustkorb nach oben, Arme auseinander, spür den imaginären Wind in den Haaren und atme noch drei Atemzüge. Einatmen, ausatmen eins. Einatmen, ausatmen zwei. Einatmen, spann das Gesäß fest an. Ausatmen, runter zum Boden drei. Leg die Hände übereinander, leg die Stirn auf die Hände drauf. Und dann bring nochmal das Kinn auf die Matte, schau nach vorne und streck deine Arme diesmal nach vorne. Bring die Hände zusammen und beug deine Ellbogen. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Versuch's durchzuhalten, so gut es irgendwie geht. Spitz deine Zehen, schau zum Boden und heb die Ellbogen weg vom Boden. Die Ellbogen ziehen dabei zur Mitte, die Hände schieben Richtung Decke. Spitz die Zehen, spreiz die Finger, bring Spannung in den gesamten Körper, außer ins Gesicht. Gesicht ist locker. Atme für drei. Du kannst es, halte durch. Zwei. Spür, wie die Schultern arbeiten. Bisschen höher. Eins. Und absenken. Jetzt bring die Arme ein bisschen mehr zur Seite. Sehr gut gemacht bisher übrigens. Wenn du alles versucht hast, ist es wunderbar. Ob du es geschafft hast, ist nicht relevant. Und dann flex mal deine Füße. Beug die Arme und die Beine 90 Grad. Und mit der nächsten Einatmung hebst du alles weg vom Boden. Skydiver-Position. Mach dich groß. Skydiver fliegt im Himmel. Wenn du Höhenangst hast, stell dir nicht vor, dass unter dir irgendwas ist. Man kann nicht negativ denken, sondern stellst du es dir jetzt vielleicht vor und bist froh, dass du am Boden liegst. Und dann atme hier für 5. Ich bin auch still, ich verspreche es. 4, atme. 3, spann das Gesäß an, heb den Brustkorb vielleicht höher. 2, spür die ganze Rückenmuskulatur arbeiten. Einmal noch ein bisschen höher. 1, und runter zum Boden. Und dann dreh dich einmal auf den Rücken um, bitte. Einfach umdrehen. Ganz unkompliziert. Stell deine Füße auf und zwar circa hüftbreit. Das siehst du, indem du mal schaust, sind meine Oberschenkel parallel oder zeigen die so nach außen? Das sollten sie nicht. Oberschenkel parallel. Fingerspitzen erreichen die Fersen meistens, also Füße relativ nah. Und dann atme mal einfach in den Bauch ein. Mit der Ausatmung schieb den Bauchnabel Richtung Boden. Nochmal einatmen in den Bauch. Ausatmen, drück den Bauchnabel in den Boden und den unteren Rücken in den Boden. Und dann rollst du dein Becken ein und hebst mal nur die Hüften weg vom Boden. Das ist wirklich nur hier fest einrollen. Der untere Rücken liegt am Boden, der Bauch muss ordentlich arbeiten. Okay, ist gar nicht so leicht. Nur die Hüften ein bisschen heben. Und jetzt Wirbel für Wirbel hebt die ganze Wirbelsäule weg vom Boden. Bring die, entweder die Arme 90 Grad, versuch die Schulterblätter näher zusammenzuwackeln oder du verschränkst deine Finger, schließt die Handflächen, schieb die Füße in den Boden, schieb den Brustkorb Richtung Kinn. Wie hoch du hier die Hüften bringst, ist völlig wurscht. Ja? Versuch einfach hier so eine angenehme Dehnung zu spüren an der Vorderseite des Körpers und die Rückseite, die arbeitet. Ein paar ruhige Atemzüge. Versuch das Gesäß, wenn möglich, locker zu lassen. Das schaffst du, indem du mit den Knien mehr zur Mitte ziehst. Man kann so gut sprechen, wenn man diese Übungen macht. Also sorry, wenn ich hier ein bisschen in der Gegend herumkeuche. Atme tief ein. Alles aus. Schieb die Füße in den Boden, schieb den Brustkorb Richtung Kinn
Und dann löst deine Hände, komm hoch auf die Zehenspitzen und roll hier langsam, behutsam wieder runter. Leg eine Hand auf den Bauch, eine Hand auf den Brustkorb und schließ deine Augen. Spür, was auch immer du gerade spürst. Nimm wahr, ohne zu bewerten. Das machen wir noch einmal. Öffne die Augen. Füße stehen hüftbreit, relativ nahe am Gesäß. Atme ein in den Bauch. Ausatmen, Bauchnabel Richtung Boden. Roll dein Becken ein und dann heb langsam deine Hüfte weg vom Boden. Heb den unteren, mittleren, oberen Rücken weg vom Boden. Wenn du dich warm genug fühlst und vielleicht schon öfter Yoga gemacht hast, dann kannst du, wenn du möchtest, vorsichtigst ein Rad probieren. Das heißt, du würdest die Hände neben die Ohren bringen. Bitte wirklich nur, wenn du das schon öfter gemacht hast und dein Rücken ganz gesund ist. Und dann schiebst du in den Boden und versuchst, dich hier wegzuheben. Wenn du merkst, das geht nicht, dann bleib bitte einfach hier. Wenn du schon öfter gemacht hast, dann schiebst du dich gerade nach oben. Lässt den Kopf locker hängen, drückst dich raus und dann kommst du in deinem Tempo, Kinn zum Brustkorb, langsam wieder runter. Bitte ganz vorsichtig, bleib noch hier in der Schulterbrücke, wieder entweder Arme 90 Grad oder Finger verschränken. Schieb die Füße in den Boden, schieb die Schulterblätter ein bisschen näher zusammen und dann atme hier noch zwei tiefe Atemzüge. Löse langsam deine Hände, komm auf die Zehenspitzen hoch und dann roll dich langsam runter zum Boden. Sehr gut gemacht. Hol dir die Knie zum Brustkorb, schenk dir selber eine Umarmung. Und dann lass das linke Knie im Brustkorb, streck das rechte Bein am Boden aus und ziehe mal das Knie Richtung Schulter hoch. Dreh das Knie jetzt mit ein bisschen Muskelkraft rüber auf deine rechte Seite. Einfach einmal rüberdrehen. Bauch fest. Wenn es Richtung Boden kommt, schön und gut. Wenn nicht, dann nicht. Versuche mal, dass deine Schulter aber am Boden bleibt. Die linke Schulter liegt am Boden. Dann kommst du langsam wieder zurück. Wir wechseln die Seiten. Zieh nochmal das Knie zuerst zum Brustkorb. Und dann bring das Bein runter, rechtes Bein zum Brustkorb, zieh es Richtung Schulter, mach dich klein. Und dann dreh das Knie rüber auf deine linke Seite. Atme tief ein, mach den Brustkorb groß. Und alles wieder aus. Tief, tief ein. Und alles aus. Und dann komm langsam wieder zurück. Zieh einmal das Knie zum Brustkorb, mach dich klein. Und dann hol dir beide Knie zum Brustkorb, greif die Kniekehlen, aktiviere die Bauchmuskeln und roll dich hoch zum Sitzen. Streck beide Beine nach vorne aus und flex mal deine Füße. Und dann versuch hier ganz aufrecht zu sitzen. Das ist gar nicht so einfach. Wenn du hier eher rund sitzt und nach hinten fällst, dann beuge ein bisschen deine Beine. Mach dich groß, schieb das Brustbein nach oben zur Decke und mach dich lang. Flex die Füße, drück die Knie zur Mitte. Einatmen, heb die Arme, mach dich groß und dann bleib hier. Versuch, denk Rückbeuge. Versuch hier aufrecht zu sitzen. Noch zwei Atemzüge, einatmen. Ausatmen, eins. Einatmen, streck dich groß. Ausatmen, zwei. Beug dich nach vorne, greif deine Füße von oben und versuch den Rücken ganz lang zu lassen. Das heißt, du wirst nicht rund und klein, sondern du wirst groß und aufrecht. Mit jeder Einatmung wirst du ein bisschen größer. Mit jeder Ausatmung aktivierst du mehr die Bauchmuskeln.
hatten schon mal diese enge Skinny Jeans frisch gewaschen? Versuch dir, also stell dir vor, wenn du die zumachen willst, musst du den Bauch fest einziehen. Mach das hier auch. Und dann atme noch zwei tiefe Atemzüge. Einatmen. Ausatmen, eins. Einatmen tief. Ausatmen, zwei. Einatmen, komm hier langsam wieder hoch. Und dann beug deine Beine, rutsch mit dem Gesäß ein bisschen nach vorne und roll dich langsam runter zum Liegen. Leg dich flach auf den Rücken. Diese Position heißt Shavasana oder auch ganz unromantisch Leichenposition. Soll einfach nur heißen, bleib still liegen. Für mindestens eine Minute. Gönn dir diesen Luxus. Gönn deinem Körper die Zeit, diese Yoga-Praxis zu verarbeiten, zu speichern, sich zu merken. Du musst dafür nichts tun, außer hier nichts zu tun, einfach liegen zu bleiben. Du hast es geschafft, Tag 4. Ich finde es großartig, dass du dabei bist und wünsche dir einen wunderschönen restlichen Tag. Wir sehen uns morgen. Namaste.